ist Wirecard eigentlich nur die Spitze des Eisberges in einem System, das gerne die Zahlen ein bisschen auffrisiert, weil das Management von Unternehmen meistens eben von hohen Aktienkursen profitiert. Ist Wirecard also praktisch nur ein krasses Beispiel für eine allgemeine Systematik, die wir in den letzten Jahren beobachten müssen? Diese Frage versuche ich in diesem Video ein bisschen zu beleuchten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns zunächst mal an, was da passiert ist. Hier sehen wir diese Mitteilung der Wirecard AG und da heißt es ja, diese 1,9 Milliarden Euro sind mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gar nicht vorhanden. Ja gut, jetzt kann man sagen, ich verliere auch einmal 1,9 Milliarden irgendwo liegen gelassen. Das passiert mir öfter. Okay, aber ich weiß dann wenigstens, dass ich sie verloren habe. Und es ist ja bei Wirecard so, dass offenkundig hier dieses Geld gar nicht existent war. Mithin also etwas passiert ist, was wir von zwei Unternehmen kennen aus den USA, Enron und WorldCom. Doch dazu mehr. Schauen wir uns nochmal den Rest dieser wunderbaren Mitteilung an. Man ist hier in konstruktiven Gesprächen mit den kreditgebenden Banken. Wenn man konstruktive Gespräche hat, dann mit kreditgebenden Banken, dann ist meistens schon ziemlich die Kacke am Dampfen, wie es heißt. Um Missverständnisse zu vermeiden, heißt es hier auch, teilt die Gesellschaft mit, dass ihre IT-Systeme ohne Einschränkungen weiterarbeiten. Okay, das würden wir gerne jederzeit mal als Meldung rausgeben. Übrigens, unsere IT-Systeme arbeiten ohne Einschränkung. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer und die Aktie von Wirecard stürzt geradezu ab, vorbörslich. 40-50% geht es nach unten, nachdem ja schon vorher einige Problemchen bei der Aktie der Fall waren, wie wir gleich im Chart mal sehen werden. Jetzt schreibt hier Finanzszene, glaube ich, den entscheidenden Punkt. Nämlich nach eigenen Angaben prüft die Gesellschaft eine Reihe weiterer Maßnahmen, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten. Was heißt hier Fortsetzung des Geschäftsbetriebs gewährleisten? Das heißt ja, dass faktisch diese Fortsetzung des Geschäftsbetriebs offenkundig ein bisschen schwierig und in Zweifel steht. Das ist sozusagen genau der Punkt, der hier eigentlich jetzt das große Thema ist. Faktisch ist es möglicherweise so, dass das ein ganz großer Scam, ein Fraud, ein Betrug ist, eine Aufblähungsmaschine von Bilanzen. Dementsprechend, wenn dem so wäre, dann hätte Wirecard keine Zukunft. Das muss man leider so sagen. Schauen wir uns doch mal an, was damals bei Enron und vor allem WorldCom passiert ist. WorldCom war, glaube ich, einst die zweitgrößte Telekommunikationsfirma der Welt, zumindest offiziell, zumindest nach den Daten, die man rausgegeben hat. Die waren aber falsch. Da hat man nämlich die Gewinne um 3,8 Milliarden Euro aufgebläht. Das ist also genau das Doppelte wie Wirecard. Wahrscheinlich diese 1,9 Milliarden nie existiert. WorldCom hat gleich mal 3,8 Milliarden hier hinzugefügt. Und hier hat damals die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anderson aber auch die Bilanz testiert. Das war den anderen Herrschaften bei Wirecard, den Bilanzprüfungsgesellschaften, wohl dann doch ein bisschen zu heiß. Wenn wir uns mal die vorherige Großpleite anschauen von Enron im Jahr 2001, WorldCom war im Jahr 2002, dann sehen wir, dass hier nur 586 Millionen Dollar an Gewinnen zu hoch angesetzt wurden. Das ist natürlich geradezu Peanuts im Vergleich zu Wirecard und vor allem zu WorldCom. Und hier hat man insgesamt eben zum Beispiel Investitionen als Gewinn ausgegeben bei WorldCom. Also es gab verschiedene Möglichkeiten und Tricks, wie man hier die Zahlen frisiert hat. Enron zum Beispiel hat bestimmte Dinge, Termingeschäfte direkt schon in der Gegenwart gebucht, die aber später erst anfallen etc. etc. Die Methodiken sind hier sehr vielfältig. Jedenfalls scheint mir so als ersten Eindruck WorldCom und Enron sehr gut als Vorbild zu passen für die Wirecard-Aktie oder für Wirecard das Unternehmen. Gucken wir uns mal bei WorldCom an, was damals passiert ist, beziehungsweise was damals ein Händler an der Wall Street gesagt hat. Sagen wir es doch offen, hier geht es um die nackte Gier. WorldCom sollte schöne Gewinne ausweisen, damit die Kurse hochgehen. Das wollten diese Jungs erreichen, denn ihre Bezahlung hängt von steigenden Profiten und steigenden Aktien ab. Und genau das dürfte bei Wirecard auch der Fall sein. Nun hat
CEO Brown selber immer wieder Aktien gekauft und man könnte vermuten, okay, warum tut er das, wenn er wüsste, dass das Ganze ein Schneeballsystem ist, ein Fraud ist, ein Scam ist, eine Betrugsmaschinerie, dann würde er das doch nicht tun. Naja, das haben andere Leute auch gemacht, die solche Schneeballsysteme etabliert hatten. Die haben selber massiv da rein investiert, weil sie eben gedacht haben, okay, dieses Schneeballsystem, das hört nicht auf, das geht immer weiter. Und genau das ist vielleicht ein grundsätzliches Problem, nämlich die Vergütung von Managements, von Vorständen am Aktienkurs, an Gewinnen des Unternehmens. Denn da besteht natürlich die Neigung, sowohl den Aktienkurs aufzupumpen, als auch eben die Gewinne ein bisschen aufzupumpen. Und hier schauen wir uns mal an, was sozusagen generell der Fall ist, jenseits der Frage Wirecard. Da sehen wir, dass die Non-Gap-Earnings, also die Berichtsmethodik nach Non-Gap, immer stärker zulegt. Wir sind jetzt in Richtung 100% unterwegs. Das heißt, die Unternehmen in den USA berichten fast nur noch Non-Gap. Schauen wir uns mal an, was damit gemeint ist. Was ist Gap? Gap ist eigentlich eine Bilanzierungsmethode, steht hier für United States Generally Accepted Accounting Principles. Principles ist ein wichtiges Wort, da geht es nämlich um Prinzipien. Nämlich hier vor allem den Zeitwert von Vermögenswerten in der Bilanz zu bewerten. Das ist ein entscheidender Punkt, während zum Beispiel nach dem HGB-Prinzip der Vorsicht, wie es nicht zufällig in Deutschland heißt, vor allem die prinzipienbasierte Rechnungslegung der Fall ist. Aber sei es drum, was ist vor allem Non-Gap? Non-Gap bedeutet, dass außergewöhnliche Ereignisse, Einmalfaktoren etc. reinberechnet werden können in die Wertstellung, in die Bilanz. Dementsprechend heißt das, dass ich natürlich viel mehr Möglichkeiten habe, hier bestimmte Goodwill-Bewertungen vorzunehmen, sagen kann, naja, das und das hat diesen Effekt gehabt. Und entscheidend ist, dass diese Non-Gap-Berichte nicht testiert sind von Bilanzprüfungsgesellschaften. Das heißt, da habe ich natürlich jede Menge Spielraum, was ich da machen kann. Und das ist sozusagen ein Punkt, der nach meiner Auffassung ziemlich problematisch ist. Hier zum Beispiel auch diese Berichte nach EBITDA. EBITDA haben Sie bestimmt schon mal gehört. Jedenfalls ist es so, dass auch hier diese Non-Gap-Berichte immer mehr im Fokus stehen. Und es ist so, dass faktisch auch jenseits von Betrugssituationen, wie sie möglicherweise bei Wirecard vorliegen, bei ganz normalen amerikanischen Unternehmen, deren Aktien notiert sind, unglaublich viele Möglichkeiten vorhanden sind, Zahlen besser aussehen zu lassen, als sie sind. Und genau das hat hier zum Beispiel Charles Munger gesagt, Kollege, Partner von Warren Buffett. Der sagt, EBITDA-Earnings sind Bullshit-Earnings. Damit kannst du machen, was du willst. Damit kannst du total manipulieren. Und die American Accounting Association, also praktisch die Vereinigung der Bilanzprüfer, hat gesagt, wir sind hier praktisch auf einem sehr, sehr unguten Weg, weil die Unternehmen hier mehr oder weniger willkürlich Dinge vornehmen, die Zahlen aufblähen. Das ist also möglicherweise ein Gesamtsystem, das irgendwann in die Luft fliegt. Es ist nicht zufällig so, dass 2001 und 2002 die Skandale Enron und WorldCom waren. Möglicherweise erleben wir, dass eben Wirecard am Anfang einer Kette steht von Zahlenwerken, die sich dann als ein wenig frisiert herausstellen werden. Das muss man allerdings abwarten. Auf jeden Fall ist das Ganze natürlich eine wahnsinnige Luftnummer hier, was wir gesehen haben. Aber gehen wir mal rein in die Charts, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den S&P 500. Da ging es im asiatischen Handel nach unten. Wir hatten am Freitag ja die Meldung, Apple schließt wieder einige Stores. Wir haben die Zahlen aus Kalifornien, aus Florida, aus Arizona etc., aus Brasilien, das erste Mal, dass ein Land weit über 50.000 Fälle gemeldet hat. Also wir sehen, dass diese Corona-Geschichte nicht abebbt, dass das sozusagen ein Dauerthema sein wird. Und das haben die Aktienmärkte in ihrer V-förmigen Erholung bisher noch nicht so wirklich auf den Zeiger gehabt. Im asiatischen Handel ging es zunächst mal mit der Öffnung der asiatischen Märkte nach unten, aber dann wieder eine wundersame Erholung. Man lebt ja bekanntlich nur einmal. Was macht der Nasdaq, der sich noch hier am besten hält? Hier auf Stundenbasis sind wir bei 9.989, also immer noch in Sichtweite
Der 10.000er-Marke. Was aber macht der DAX? 12.156. Der ist ein bisschen, auch auf Stundenbasis hier, by the way, der ist ein bisschen beeindruckt, natürlich von den Zahlen hier von Wirecard oder von dieser Peanuts 1,9 Milliarden Euro, die gar nicht vorhanden sind. Da sagt sich der DAX, ja, okay, langsam nervt mich das. Schauen wir uns mal Wirecard an. Noch ist der Markt nicht auf. 25,15 € war der Schlusskurs. Möglicherweise werden wir nur noch so knapp über 10 € eröffnen. Aber schauen wir uns den Euro-Dollar an. 1,1190. Wir haben Dollarstärke in den letzten Stunden respektive auch am Freitag schon gesehen. Schauen wir uns Gold an, das hier einen Hochpunkt erreicht hatte heute Nacht. 1757, jetzt ein bisschen zurückkommt, 1749. Und Crude Oil ist aktuell bei 39 Euro und nicht Euro, sondern Dollar und 81. Nochmal ein Blick auf Wirecard. Noch habe ich hier keinen Kurs. Ich versuche mal auf eine Minutenbasis. Nein, ist noch nichts hier eingepreist. Möglicherweise ist die Aktie ja auch vom Handel ausgesetzt. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hatte heute wieder mal wunderbare technische Probleme, deswegen etwas später und kürzer. Ich hatte so schöne Dinge für Sie vorbereitet, aber die zeige ich Ihnen vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und ciao.